Was geht ab, was geht down, Leute? Herzlich willkommen! Ja, die Patch Notes sind soeben gerade released worden. Und ja, ich sag mal so, es ist erstmal jetzt auf jeden Fall kein großer Patch, wie man es eigentlich sonst in letzter Zeit gewohnt ist. Neuer Held Womegon, den hatte ich euch ja vorhin noch vorgestellt, im letzten Video vor ein paar Minuten. Der sieht absolut sick aus, muss ich sagen. Gehen wir jetzt hier in dem Video auch nicht mehr weiter drauf ein. So, dann neue Ereignisse. Ja, auf dem meisten Server wird das Rekrutierungsereignis eröffnet. Da kann man Womegon, Nafeng und Xander bekommen. Dann gibt es noch ein anderes Banner mit Zyda, Valvea und Senway. Dann wird ein neues Ereignis, die Gemusus Glocke, mal wieder eröffnet. Kennen wir ja mittlerweile. Dort kann man Womegon, Zyda und den Universalkristall, also diesen Prototyp, der für alle gilt, bekommen. Dann wird ein neues Ereignis, das Details sammeln, zusätzlich dazu eröffnet. Dort wird es Vegnos-Kopien geben, die verrostete Ausrüstung, Diamanten und mythische Runen. Was sehr geil ist, dass sie jetzt immer die mythischen Runen da reintun, finde ich nice. Dann ein neues galaktisches Kopfgeldereignis. Also dieses galaktische Arena-Event wird eröffnet. Dort kann man Zyda-Kopien bekommen. Also eine Zyda-Kopie ist das ja meistens dann. So, auf einigen Server wird dieses Premium Development, dieses Pay-to-Win-Event eröffnet. Dort kann man Womegon-Kopien bekommen. So, dann wurden die Belohnungen und der Preis für den Kampfauftrag, das ist dieses Battle Order-Ding, wurde verändert. Da zeige ich euch mal, was da gemacht wurde. Und zwar wurden da die Hauptbelohnungen auf zweimal Skur und Hattie-Kopien erhöht. Andere Belohnungen wurden ebenfalls erhöht und der Preis wurde auf $25 geändert. Server, die den vorherigen Kampfauftrag vor diesem Update geöffnet haben, werden einen neuen Kampfauftrag öffnen, nachdem der aktuelle beendet ist. Also wer jetzt hier noch, wie ich zum Beispiel, mitten im Battle Order ist, der muss erst warten, bis dieses Battle Order vorbei ist. Und dann kriegt man das mit Skur und Hattie. So. Das Ereignis der ersten Wiederaufladung wird auf allen Servern zurückgesetzt. Die Hauptbelohnung für die erste Aufladung wird in Skur und Hattie geändert. Die anderen Belohnungen bleiben unverändert. Okay. Ja, ihr könnt die Belohnung nach jeder Zahlung einfordern. Anpassung und Optimierung der Spielinhalte, Leute. Jetzt kommt's bei Twilight Lands. Die Dämmerungsländer wurden angepasst. Erstens, die Fertigkeit des Monsters Arcana Val, das ist der Assassin-Bond-Typ der Stufe 1 bis 15, wurde angepasst. Vor der Anpassung erhält sofort 600 Energie, wenn er gewirkt wird, und setzt dann eine Strahlenschockwelle in einem geradlinigen Bereich vor sich frei, die 100 Energie pro Sekunde verbraucht, um Gegnern in diesem Bereich Schaden zuzufügen, und stoppt, wenn die Energie aufgebraucht ist. Das wird weggemacht anscheinend oder verändert, und jetzt kommt nach der Anpassung. Er gewinnt 50 Energie pro Sekunde, anstatt sofort 600 zu bekommen. Wenn die Energie erschöpft ist, verbraucht sie die gesamte Energie, um eine Schockwelle in einem geradlinigen Bereich vor sich auszulösen, die den Gegner in diesem Bereich 5 Sekunden lang Schaden pro Sekunde zufügt. So, also das wird ein bisschen verändert, dass er nicht sofort seine volle Energie hat, sondern erst nach einer Zeit bekommt. Ich lese es mal vor. Die Eröffnungszeit von Kapitel 16 wurde auf 12 Uhr Serverzeit am 10. Tag des Events geändert. Für alle Leute, die Twilight 16 ein bisschen strugglen und nicht wirklich sehr schnell in 1, 2, 3 Tagen das so hart wegballern können, ist diese Änderung total scheiße, Leute, weil dann schafft ihr Twilight Stage 16 nicht, weil ihr quasi 3 Tage weniger Zeit habt, weil es erst am 10. und nicht am 7. Tag des Events geöffnet wird. Ich finde, das ist eher eine Änderung, die mir, weniger gut gefällt, sag ich mal. Ja, ich fand das eigentlich sehr fair, dass die Leute für das 16. Kapitel noch eine Woche Zeit hatten. So ist es nun mal, ne? Da wir einige Rückmeldungen erhalten haben, dass die Öffnungszeit von Kapitel 16 zu früh ist und wir die Öffnungszeit von Kapitel 16 anpassen sollten, haben wir sie auf eine angemessenere Öffnungszeit geändert. Wir haben die Monsterkonfiguration von Kapitel 16 angepasst und den Boss Twilight Whale hinzugefügt. Natürlich musste ein neuer Boss hinzukommen, damit sich die neuen Assassinen Dominic verkaufen. Ne? Er verfügt über Fähigkeiten, um den Aufladungseffekt und den Fernkampfschaden zu blockieren. Er hat ein höheres Energielimit und eine schnellere Erholungsrate.
Wenn er genug Energie erhält, wird er extrem gewalttätig und unbesiegbar. Wenn seine Energie hingegen nicht ausreicht, wird er sehr schwach. Es wird empfohlen, den Energiereduktionseffekt der Assassinen-Anleihe zu nutzen und mit ihnen fertig zu werden. Das heißt, wir brauchen Assassinen hier, Leute. So, die Funktion zum Verbessern des göttlichen Prototyps mit einem Tastendruck wurde hinzugefügt. Super. Eine neue Boss-Energieleiste wurde in den Dämmerländern hinzugefügt. Nice. Die Heldenliste im Ausstellungsinterface wurde optimiert. Das hört sich gut an. Die Sortierregeln der Heldenliste im Heldensystem wurden auf die Aufstellungsoberfläche zur Kampfvorbereitung übertragen. Aha. Boah, das ist nicht mehr schlecht. Grundlegende Fertigkeitsbeschreibung für mehr Helden hinzugefügt. Ja. Dann gibt es noch Fehlerbehebungen. Es wurde ein Fehler behoben. Bei dem es in einigen Auflösungen schwierig war, die Attributoptionen auf der linken Seite des Ausrüstungsauswahl-Pop-Up-Fensters auszuwählen. Aha. Das Problem wurde behoben, dass das Ausrüstungsinterface nicht sofort aktualisiert wurde, nachdem die Ausrüstung des Helden von einem anderen Helden ausgerüstet wurde. Das finde ich gut. Das Problem wurde behoben, dass die Anzahl der Heldenmarken im Hauptfenster des Rise of Hero Events nicht rechtzeitig aktualisiert wurden. Auch whatever. Es wurde das Problem behoben, dass der Bildschirm schwarz war, wenn das Ressourcenpaket nach der Aktualisierung des Ereignisses Aufstieg der Helden nicht heruntergeladen wurde. Das Problem der abnormalen Ausrichtung des Dauerzaubers des Bosses Xinxarus in den EX-Schwierigkeiten des Xinxaro-Marsches wurde behoben. Ja, Leute, der Patch ist jetzt, nachdem letzte Woche gar kein Patch kam, finde ich, ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, den Patch, der jetzt hier gekommen ist, nicht besonders, dass er mich vom Hocker haut. Ihr seht, ich sitze immer noch aufrecht und, boah, der Patch ist la la la. Die Änderung an Twilight finde ich eher nicht so. Ich meine, so ein Assa-Boss, okay, aber das mit den Kapitel 16 ist nicht ganz in meinem Sinne, sag ich mal. Hey Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, was ihr von den Twilight-Änderungen haltet in den Kommentaren. Würde mich mal interessieren, ob ihr das besser findet als ich vielleicht. Und ob ihr den Patch, was ihr vom Patch allgemein haltet. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Haut ein Abo auf dem Kanal raus, Leute. Verpasst keins der weiteren Eternal Evolution Videos. In dem Sinne, Peace. Euer Resign 1.